willkommen zurück zu diesem Stray Part 72. Und ja, mein Sims-Spiel ist beim letzten Mal abgestürzt, doch dies ist hoffentlich diesmal nicht der Fall. Ich habe das Ganze wieder vorgespielt und habe jetzt auch noch die Nacht übersprungen. Carina ist jetzt aufgestanden und war jetzt auf Toilette und muss anschließend duschen, denn sie muss auch gleich auf Arbeit. So, ich habe hier wieder die Wände schön gemacht und habe den beiden Kätzchen auch noch, einen Katzenkorb gekauft. Hier können wir das Auto sehen von ihm. Ich bin gerade etwas vorsichtig, weil nämlich Sims mir nicht zwar abgestürzt, also in letzter Zeit ab und zu mal abgestürzt ist, aber generell hat das irgendwie große Probleme gehabt. So, das ziehe ich mal schnell in den Kühlschrank. Das leckere Essen. Und heute ist Montag, also musst du essen, nicht essen, sondern arbeiten gehen, würde ich sagen. Ja, stimmt, das hatten wir. Alle arbeiten gehen müssen. So, mein das gute Sonnenschein. Du darfst jetzt hier rauskommen. Und ja, komm raus, meine Gute. Ja, okay. Gut, dann darfst du erstmal dich entleeren sozusagen und dich am Heu vom Heu ernähren. dann kannst du auch mal hier noch ein bisschen für Rennen trainieren. Was können wir denn hier machen? Klassisches Tempo, Jockey Tempo. Bei diesem Training liegt der Schwerpunkt eher darauf, die Fähigkeit des Sims zu verbessern. Steigern. Mein klassisches Training. Ja, sie freut sich, dass sie zu spät zur Arbeit gekommen ist. Naja, Traum wäre das jetzt nicht für mich. Wie lange muss sie denn noch arbeiten? Bis 10 Uhr. Ja, wir lassen sie noch ein bisschen schlafen. Ich auch noch, wie verrückt schuften. Ich glaube, du musst Meetings abhalten. Ja, du musst Meetings abhalten. Geldeintreiber, Tritt. Auf der Spendengala im Restaurant auf, bevor die Zeit abläuft, um ein wenig Geld zu verdienen. Natürlich machen wir das. So, du tust Meetings abhalten. Juhu. Es ist nämlich ziemlich wichtig, dass du ein paar Meetings abhältst, weil das ist nämlich schlecht. Gut. Hier geht's irgendwie richtig schlecht. Zeigen wir mal hier ein bisschen. Oh, du bist ja schon wach, meine gute Natalia. Ach, du hast aufgefüllt. Du kannst auch erstmal schnell nicht duschen gehen, sondern du sollst benutzen. Danach kannst du säubern. Gleich mal. Und danach kannst du hier auch gerne sauber machen. Ja, meine gute, kleine Schwangere. So, dann kannst du hier mal die Pflanze gießen, noch schnell. Ich glaube nicht, dass Lisa jetzt erstmal in der nächsten Zeit dazu Zeit hat. Militärkarriere? Nee. Finde ich ist nicht so angebracht. Gut, wir machen uns jetzt schneller. Da kommt schon der Bote. Und wirft uns eine Zeitung vor das Haus. Vor das Haus. Jetzt wirst du wieder in die Militärkarriere einschlagen. Nein. Die nächste ist auch schon aufgestanden. So, meine Gute. Trink mal was, Sunshine. Sunshine. Es ist ein cooler Name, finde ich. Nein, weil irgendwie immer damit. Also, ich verbinde zumindest immer wieder damit das Lied. Sunshine. Na, Schala! Warum wirft sie das eigentlich nicht hier rein? Frag ich mich. Alle anderen werfen das ebenfalls hier rein. Was ist sie? Vielleicht, weil sie ein Chaot ist. Du kannst ja auch mal dein Bett machen. Dein Sim hat zu viel Hunger, deswegen kann er nicht das Bett machen. Okay. Du bist am besten hier erstmal ganz gechillt runter. Oder am besten wir schicken dich gleich mal auf Toilette. Und ich brauche oben unbedingt noch eine Toilette. Mit einer Toilette. Oh Gott, ich krieg jetzt schon den Anfall.
Genau, geh mal was essen, meine kleine Beule. Und du musst doch jetzt auch so langsam ausgeschlafen sein und schon mal ein bisschen Jagen üben. So. Ei. Ich brauche hier mal auch noch ein Waschbecken, deswegen muss ich jetzt erstmal hier, weil sonst rennt sie hier wieder in die Privatsphäre rein und ach, wir kennen doch alle das Terror dann. Sie hat mich gesehen, wie ich auf der Toilette bin. Oh mein Gott. Waschke reinstellen. Normal, fein. Oh, riecht's. Warum stehen die alle in diesem Ultra-Chill-Waschbecken drin? Das frage ich mich. Das ist eigentlich voll toll. Irgendwie stellen sie ab und zu da drin. Ach, guck mal, so gute Sonnenschein. Sie steht. Ein wunderschöner. Nee, jetzt nicht mehr. Wir haben sich jetzt umgezogen. Hä? Ach du. Du hast dich umgezogen, meine Gute. Ach so, weil du rausgehen musst. Okay, ja. Oh, und du hast auch Rückenschmerzen. Dafür kann ich aber nichts. Und deswegen kann ich, glaube ich, auch jetzt nicht so auf die Höhe Push, machen. push. Mein Bein zu verwelken. Komm nur da her. Mache hinne. Damit die Pflanze nicht verwelkt. Schnell. Lauf schneller. Komm, lauf. So. Das Baby kommt. Sorge dafür, dass er da hier zu Hause oder im Krankenhaus auffällt. Okay. Die große Frage. Zu Hause oder im Krankenhaus? Also ich lasse es meistens eigentlich wirklich zu Hause kommen. Aber ich glaube, ich kaufe erstmal. Ich kaufe erstmal was für das Kind. Kind! Wir können uns schon mal nichts leisten. Ja, du bekommst eine fette Biene. Wir haben ein Kind, aber wir können uns ja schon mal nichts leisten. Gut. So, ich gebe dir erstmal ein paar Aufgaben auf. Und naja, du gehst dann bestimmt was essen. So, ich würde sagen, was ist denn mit dir hier los? Eieiei. Ist das jetzt hier schon besser geworden? Ja, ich weiß, ich ziehe das jetzt ein bisschen länger, aber naja. Okay. Normal. Gut. Meine Güte. Oh Gott. Oh Gott, jetzt bin ich aufgeregt. Nein, ich freue mich jetzt schon mal voll. Für Sie? Also, ich bin ja auch generell mal gespannt. Ich habe auch nicht irgendwie was großartig. Das Geile ist ja meistens, wenn sie selber ein Auto hat, dann fährt sie selber. Aber ich glaube, wenn du neben wen liegst, bist du zu nichts mehr fast fähig. Oh, nee, aber auf jeden Fall. Ich habe meinen Satz vergessen. ja, zumindest ist es bei mir meistens so eigentlich, dass die Frauen eigentlich das Kind immer zu Hause bekommen. Weil es immer ziemlich umständlich, meiner Meinung nach, ist, wenn die dann, die fahren einerseits dorthin, das ist meistens immer ein ganzes Stück, und dann müssen die auch wieder zurückkommen, und ja, deswegen ist es einfach zu Hause meist schneller. Aber natürlich, im Krankenhaus ist das gewisse Feeling da. Ja, ne, eigentlich ist es total unlogisch, du müsstest dann irgendwie Hebamme sein oder so, um halt. Ich glaube, auch selbst wenn du Hebamme bist du nicht in der Lage, ja, selbst ein Kind zu gebären. Also es geht schon, aber es ist halt einfach besser, wenn du unter Aufsicht das Ganze passiert, weil ja, wenn halt wirklich irgendwas passiert, ne, ja, dann weiß man halt nicht, geht's gut oder geht's nicht. So, Lisa, du musst auch bald auf Arbeit. Also, ne, die eine bekommt ihr Kind. Andere geht bald auf Arbeit, also gerechte Verteilung.
So, meine Gute. Okay, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. So. Gut, dass alles gut geht. Hast du eben die Fähigkeit Rennen soeben Level 3 erreicht? Sunshine kann nun Rennturnieren für Fortgeschrittene und Querfeldeinrennen im Reizzentrum teilnehmen mit qualifiziertem Reiter. Strategisches Vorgehen, gewinne als Freund, um deine Jobleistung zu erhöhen. Wie weit sind wir denn jetzt hier schon mit den Meetings? Wunderbar. Gut. Dann kann ich ja mal am Wasserspender plaudern. Okay, gewinne Gulliam. Strategisches Vorgehen. Habe ich den hier irgendwo schon vielleicht als Freund? Freundin? Glückwunsch, ein neues Baby. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Baby. Eine Schwangerschaft ist keine leichte Zeit zum Leben einer Frau. Aber Natalia hat das Beste daraus gemacht. Das kleine Mädchen, oh mein Gott, wurde mit dem Marker Genie und Virtuosin geboren. Wie möchtest du sie nennen? Oh mein Gott. Oh Gott. Also generell war es ja jetzt anscheinend so, dass ich mich entscheide, dass die Schwangerschaft jetzt nicht so unbedingt gut verlief. Also ich habe generell lange kein Kind bekommen. Oh mein Gott, wie nenne ich es? Wie nenne ich es? Wie nenne ich es? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Moment, ich überlege, ich überlege, ich überlege. Wie könnte ich es nennen? Ein schöner Name. Ich könnte jetzt sehr, am liebsten würde ich jetzt an Abenteuer auf dem Reiterhof anknüpfen und sie Emma nennen. Mir fällt auch gerade kein anderer Name ein, wo ich sage, boah, der haut mich um. Emma ist natürlich ein kurzer Name. Wir nennen sie jetzt Emma. Emma mit Doppel-M und einem A am Ende. Emma. Oh mein Gott. Ich freue mich. Jetzt haben wir noch so einen kleinen Hosenscheißer. Jetzt sehe ich nicht, wie sie rauskommt. Ich sehe nicht, wie sie rauskommt. So. Es ist ein Wunder eigentlich, dass sie jetzt so keine Wetten sozusagen abgeschlossen hat. Was es nun wird. Die kleine Emma Sinclair. Oh mein Gott. Ich freue mich. Sie ist blitzblank. Hätte gedacht, ne? Oder gerade schön sauber gemacht. Heiraten. Oh, sie möchte heiraten. Oh mein Gott, sie möchte heiraten. Diesen Wunsch erfülle ich ihr. Aber wann? Ist die Frage. Wann? So. Die Familie deiner Sims hat Zuwachs bekommen. Das Baby ist hier zu Hause. Möchtest du mit mir fahren? Nein, möchtest du nicht? Denn ich weiß eigentlich, wie man mit Kindern umgeht. Also mit Sims-Kindern. Ich war. Wow. Wurde ich befördert? Das ist mein allgemeines Tageswerk. Also mein allgemeines Tageswerk klingt gut. Ah, das, was ich pro Tag bekomme. 800. 812. Boah, halt die Esse fest. So, ich mix. Ich liebe es, das Zeug zu mixen. Da kommt da auch viel Blödheit raus. Ah, das gefällt mir zum Beispiel. So. Mehr brauche ich ja eigentlich noch gar nicht, weil sie ist ja eigentlich schon ziemlich klein. Deswegen brauche ich ja eigentlich noch nicht mehr. Ja, den tue ich immer mit ins Bett, aber das ist sowieso los. Also, gut. Es ist doch schön. Wurde nicht umgeschrieben. Und ich würde sagen, ich beende jetzt hier auch erstmal die Folge. Oh mein Gott, was ist denn mit dir los? Geh schnell was trinken. Dehydriert. Lernerschöpfung. Kann schon anstrengend sein, etwas Neues zu lernen. So. Oh Gott, du musst unbedingt was trinken. Was ist das? Ausreiten? Herumgaloppieren? Ach, da erfülle ich gleich den Wunsch. Trinken. Geh ganz schnell bitte was trinken.
Ja, sie freut sich, dass sie zu spät zur Arbeit gekommen ist. Gut, ich würde sagen, ich beende jetzt hier die Folge und ich sage bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag, ne? Tschüss!